Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zauberer zu Battle Mages, Sign of Darkness. Ja, ich starte aus dem Hauptmenü raus, weil ich habe ja gesagt das letzte Mal, dass ich mich entscheiden muss, ob ich das Let's Play, was wir gespeichert haben, lade oder ob ich den Quick Save lade, der so 18 Minuten, ja, vorher war. Und ich habe mich für den Quicksave entschieden, weil wir haben bei beiden ein kleines Problemchen mal wieder. Der Save hat den Log nicht mitgespeichert. Also entweder hat er ein Problem damit, dass ich hier unter Aufträge den Haken hin und weg mache, dass er das nicht richtig speichert. Das könnte natürlich gut sein. Yes. So. Really? Us? Let's go. Jetzt übernehmen wir mal wieder hier die untoten Truppen. So viele es geht natürlich. So. Aber ja, auch das Tagebuch ist leer. Aufträge ist leer. Selbst Städte ist wieder leer. Also das hat er alles nicht gespeichert. Was ich doof finde. So, meine ersten Zombies. Meine nächsten Zombies. Währenddessen werde ich mal kurz die Dings, die Städte abfliegen und sie mir wieder. Feuerballschriftrolle von Energieknoten. Und die andere Stadt war hier drüben. Ja, die ist neutral, deswegen geht da nicht viel, was Mana-Regeneration angeht. Das Gefängnis ist eh im Eimer. Die no Nekropolis müsste verbündet sein, ja. Und ja, hier ist noch Dings. Matavioso. Okay, wir haben jede Menge Untote jetzt. So. Euch Probably. ziehe ich noch ein Stück zurück. Probably. Na, erst müssen wir ja die Warrocks ausschalten. Für das haben wir auf jeden Fall genug Untote.
Wenn es sein muss, rekrutiere ich danach noch welche. Damit wir die anderen beiden Sachen ausschalten können. Aber jetzt müssen erstmal hier die großen Warrocks weg. Und ja, ich wollte Eile lernen. My troops are under attack. Solange die Zombies nicht in den Nahkampf geraten, ist alles gut. My troops are under attack. We are under attack. Da gehen zwar jetzt gerade meine Ork-Skelette vor die Hunde. We are under attack. Aber wir haben ja noch die normalen Skelette. My troops are under attack. Nicht in den Nahkampf gehen. So ist besser. Okay, die scheuchen wir jetzt mal um unsere eigenen anderen Zombies herum. Sonst haben wir zu viele Verluste. So. Das heißt, jetzt müssen wir wieder unsere Truppen erstmal auffrischen. Bevor wir weiterziehen können, um die anderen beiden Sachen auseinanderzunehmen. Also hier ist ja noch was, was wir zerstören müssen erstmal. Und dann ist hier das Ork-Lager. Was ja kein wirkliches Ork-Lager ist. So, meine Untoten sind weit genug weggeschlurft, hoffe ich mal. Dass meine Orks jetzt in Ruhe dorthin latschen können. Vor allem ihr nach dort. Thank you.
Ja, warten wir, bis da noch ein Trupp rauskommt. Ich weiß nicht, warum aus der Gruft nichts kommt. Ach, die braucht länger zum Nachladen, die Gruft. Gut, dann warten wir, bis aus der Gruft und aus dem Ding jeweils was rausgespuckt kommt. Weil wenn ich jetzt hier die Zombies oder was auch immer noch da rauskommen könnte, in Besitz nehme, dann... What? Wird die, der Timer an der Gruft resettet. So, die Höhle haben wir erreicht. Gerade nochmal ein Quicksave machen. Und ja, wie ich schon mal sagte, die erste Mission mit C ist sehr, sehr... Also, was heißt schwierig? Sie ist nervenaufreibend auf jeden Fall. Weil die starken Sachen... Die hat man einfach noch nicht am Anfang. Und mit starken Sachen meine ich dunkle Krieger, um es mal vorwegzunehmen. Die kennen wir ja auch noch aus dem ersten Teil. Also aus dem Vorgänger. Die gibt's nur leider hier auf dieser Map nicht. Wenn es sie geben würde, ich würde sie sofort in meine Truppen aufnehmen. So, frische Zombies. Noch mehr Zombies. Könnt ihr bitte weitergehen, anstatt die anzugreifen? Lass dieses kleine Skelett in Ruhe.
Das ist halt auch so das Problem mit neuen Truppen.